Und da sind wir auch schon wieder. Also jetzt vor dem Spiel, wir müssen noch eine Ansprache halten. Der Sieg ist heute möglich. Und dann viel Spaß mit der Einlaufmusik. So, und pünktlich auf die Sekunde wird es hier losgehen. Und da ist ja schon der Anpfiff und Köln mit der Chance. Köln mit der guten Chance. Und Glanzparade von Kraft gleich mal nach 2 Minuten geht ja schon wieder richtig gut los. Also wir müssen schauen, wir müssen zu Punkten kommen, unbedingt. Unsere Form steigt schon, sinkt schon ein bisschen leider. Und das müssen wir irgendwie versuchen aufzuhalten. Jetzt die Chance, 3. Minute für uns. Schade, Rensing kann den Ball abfangen. So, jetzt nächste Chance, wieder Raphael mit der Ecke. Und Lasogga ist drin, auch ein ganz bulliger Stürmer. Also da könnte vielleicht so ein bisschen das Rezept drin liegen in den Ecken, in den Standards. Müssen wir mal schauen. 3 Minuten gespielt, aber und es ist schon viel passiert bisher. Wir schauen mal rein, Statistik, wie schaut es denn aus? Wie kommen wir rein? 51% Ballbesitz, jetzt die Kölner mit einer Chance. Nein, nein! 1 zu 0. Peschko, mach das Ding rein. So ein Scheiß, das gibt's nicht. Also 1-0 für Köln und jetzt ist es erstmal mucksmäuschenstill hier bei uns im Olympiastadion. Ja, was ist los mit uns? Wir kommen nicht richtig rein in die Spiele. Das geht so nicht. Geben wir mal mit. Jetzt wieder Köln. Ja, hallo, aber der Angriff verpufft hier im Nichts. Glück gehabt. So, 15 Minuten gespielt. Und unser Spiel wird nicht besser. Wieder die Kölner. Weit über das Tor hier von Podolski. Unser Spiel wird nicht besser. So, Geromel, gelbe Karte. Und unser bester Spieler ist Kraft. Das sagt einiges aus. Also wir bekommen viel zu tun hier hinten. Köln mit 55% Ballbesitz jetzt schon. Und wir mit erst 2 Minichancen. Und die waren auch eigentlich gleich zu Beginn und jetzt seit langem nichts mehr. Lell jetzt auch noch mit einer gelben. Also irgendwie ist der Wurm drin bei uns momentan. Ich weiß nicht, woran es liegt. Wir müssen das Ganze mal vielleicht ein bisschen analysieren, ein bisschen genauer hinschauen. Jetzt Köln nochmal, 29. Wieder eine gute Chance. Oh, Novakovic schießt aus 18 Metern knapp vorbei. Ja. Was ist los? Was ist bloß los? Halbe Stunde rum. So, wieder Köln, 38. Minute. Und wir müssen aufpassen. So langsam werde ich hier fuchsig. Fast das 2 zu 0. Und das wäre natürlich, ja, Genickbruch. Das wäre es, würde ich fast sagen, vor der Halbzeit. Jetzt vielleicht wir mit der Chance, 44. Lasogga, der macht hier vielleicht noch ein bisschen was. Sorgt zumindest für Radau da vorne. Zumindest ab und zu mal. Und ich glaube, so geht es jetzt auch in die Halbzeit. 2 Minuten noch. Ja, das war's. Also Halbzeit 1 zu 0. Und wir müssen mal ein bisschen dazwischenhauen. Wir müssen mal ein bisschen dazwischenhauen. Irgendwas passt einfach nicht momentan. Ansprache. So, Torun, kritisieren. Ottl, kritisieren. Lell, kritisieren. Kraft wird natürlich motiviert. Und wen haben wir noch? Raphael, ja gut, lass Sokka noch motivieren. Und dann hoffe ich mal, dass das Ganze jetzt vielleicht ein bisschen besser läuft. Vielleicht bekommt auch Rukawitzka nochmal die Chance. Da müssen wir schauen. Also, wir lassen die Jungs mal warm laufen, außen auf der Bank. Haben 3 Stürmer dabei, also in der Offensive können wir noch wechseln. Jetzt die Chance, 51. Gute Chance für uns. Riesenchance, macht das Ding rein. 1 zu 1, liebe Freunde, 1 zu 1 ist es passiert. Torun macht das Ding rein. Yes. Yes, yes, yes. Schon besser, schon besser. So. Jetzt vielleicht noch das zweite nachlegen und dann sieht es doch richtig stark aus. Torun bekommt gelb wegen Meckerns. So. Komm, Leute, jetzt dranbleiben, jetzt dranbleiben. Wir sagen gleich mal hier weiter so. Da muss jetzt weiteres folgen. Weiter so spielen. Niemeyer gelb. So, wollen wir wechseln? Das ist die Frage. 60. ist rum. Aber eigentlich würde ich ganz gerne noch kurz warten. Und schauen, ob sich noch was ergibt. Jetzt die Kölner. Kraft lenkt den Ball zur Ecke. Und jetzt hoffen wir mal, dass die nicht gefährlich wird. Nee, nichts passiert. Jetzt die Chance für uns. 63. Schade.
Aber Ecke. Und jetzt kommt vielleicht die Chance für Lasogga. Jetzt vielleicht. Die muss nur gut reinkommen in die Ecke, aber sie kommt anscheinend nicht. Doch, sie kommt. 63. Jetzt vielleicht. Gute Chance. Wieder nichts. Lasogga war aber dran. Einige Zuschauer waren bereits aufgesprungen. Ja, ich wäre auch schon fast aufgesprungen hier, aber es bleibt beim 1:1. Ich weiß nicht, wen ich einwechseln soll. Ich würde sagen, in der 70. wechseln wir mal zwei Leute ein so rum. Und zwar möchte ich Rukawiczka mal bringen für Ebert. Vielleicht schafft er noch ein bisschen was hier. Und vielleicht noch Stoppelkamp für Raphael. Dass wir mal Stoppelkamp als Spielmacher nochmal hernehmen. Vielleicht geht noch was mit ihm. Vielleicht bringt er den entscheidenden Pass zu Lasogga nach vorne und der haut das Ding dann rein. Ah, das wäre ein Traum. Das wäre wichtig. So, also jetzt der Wechsel. Jetzt der Wechsel und wir hoffen, dass noch was geht. 71. Minute. Köln wechselt auch nochmal. Chihi rein für Novakovic. Ist natürlich jetzt auch nochmal ein schneller Mann, der fit ist. Da müssen wir schauen, ob unsere Abwehrspieler noch mithalten. Jetzt Köln gleich mit der Chance. 73. Gute Chance. Und da ist es passiert. Das gibt's nicht. Chihi macht das Ding sofort rein. Eine Minute nach seiner Einwechslung. Nein, 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 nein. Das gibt es doch nicht. Und wir müssen umstellen. Taktik. Nee, Schmarrn. Wir müssen hier ein bisschen offensiver wieder rangehen. Niemeyer. Da darf mal... Kann Stoppelkamp hier spielen? Ja, kann spielen. Okay. Jetzt spielen wir... Wir spielen jetzt 4-2-2. Ganz einfach. Lasogga Sturmtank mit Laut oder Ramos? Nee, mit Laut. So. Lasogga bleibt Stoppelkamp, beziehungsweise Ottl soll mal das Spiel machen. Vielleicht bringt es er ein bisschen besser auf die Reihe noch. Und dann gehen wir mal weiter. Konzentration geben wir nochmal mit auf den Weg. Vielleicht bringt's was. Wir können doch nicht jetzt hier nochmal verlieren. Das wäre die dritte am Stück. Und dann sieht's richtig schlecht aus. Dann geht's richtig bergab. Und dann müssen wir schauen, dass wir die Kurve kratzen können. Nicht mehr lang zu spielen, 15 Minuten. Cemal kommt für Geromel rein. Innenverteidiger für Innenverteidiger. So, hoffentlich geht da noch was. 77. 78. Die Uhr trägt momentan die Farben des 1. FC Köln. Ja, das sehen wir auch. Wir gehen rein. Taktik, wir müssen ein bisschen offensiver rangehen. Pressing überall. Abseitsfalle. Lange Abstöße und Direktspiel. So, jetzt aber komm. Viel mehr können wir nicht mehr tun, leider. 82 Minuten gespielt. Jetzt die Chance für uns sofort. Ah, aber schade, es bleibt beim 1:2. Es war Stoppelkamp, der da abgezogen hat. Aber das Ganze hat leider nichts eingebracht. Es bleibt beim 2:1 für Köln. 83. Jetzt die Chance. Gute Chance für uns. Wieder nichts. Wieder nichts. Der Schiedsrichter Roland Mies gibt den Treffer zu Rechten nicht. Ja. Hätte er das Ganze doch mal lieber übersehen und uns hier das 2:2 geschenkt. Heieiei. 83. Nicht mehr lang zu spielen. Wir müssen nochmal was versuchen. Und das geben wir jetzt auch mit auf den Weg dann. Alles nach vorne würde ich mal den Jungs mitgeben. Jetzt die Chance vielleicht. 85. So, alles nach vorne. Jetzt heißt's voller Angriff. Jetzt zählt nur noch das Tor. Und damit hoffentlich das 2:2, wenn es denn fällt. Ich bin aufgeregt, ich will es unbedingt. Wir brauchen das Tor, 86. Wieder nichts, Sereno, aber es gibt Ecke. Und jetzt nochmal. Lasogga ist drin, der bullige Stürmer. Wieder nichts. Stoppelkamp, aber es gibt nochmal Ecke. Es gibt nochmal Ecke. Jetzt so ein Lucky Punch, kurz vor Schluss, das wär's. Und Rot für Franz, wegen groben Foulspiels. Na, jetzt passt aber alles zusammen. Ja, dann machen wir das Ganze jetzt so. Und versuchen trotzdem noch das Tor zu schießen. War wahrscheinlich ein Konter hier. Glatt rot, ja. Foul an Podolski. War wahrscheinlich ein Konter und er wollte ihn hier irgendwie unterbinden. Fehlt natürlich jetzt im nächsten Spiel eine Minute noch. Und Chance für Köln. Wieder nichts. Und es war's wahrscheinlich. Das war's. Das wird die dritte Niederlage im Stück sein. Oder... Ja, ganz bitter, dritte Niederlage am Stück, also jetzt für uns. Wir schauen mal eben in die Statistik rein.
Und wir hatten, ja, das Spiel war eigentlich ausgeglichen, wir mit ein bisschen mehr Ballbesitz, aber einfach nicht zwingend genug vom Tor. Konnten die Dinger nicht reinmachen und dann auch noch eine rote Karte hier für Mike Franz, kurz vor Schluss. Also, das wird richtig happig, das werden richtig schwere Wochen und wir fahren jetzt also mit gesenktem Haupt nach München und versuchen dort unser Bestes. Bis gleich in den Nachberichten. So, und Toren müssen wir auch noch hier ein bisschen, ja, bestrafen. Hart, 2000 Euro Geldstrafe. Wegen Meckerns darf nicht passieren. Also wir schauen mal rein in die Ergebnisse gleich. Dortmund gewinnt 2:0 gegen Augsburg. Leverkusen gewinnt 1:0 gegen Wolfsburg. Hamburg, Schalke 2:2. Hannover, Bremen 0:0. Der Club gewinnt gegen Mainz mit 1:0. Freiburg verliert zu Hause 3:2 gegen Gladbach. Lautern, Stuttgart 1:1. Hoffenheim, Bayern 1:1. Und das ist vielleicht nochmal was, was ein bisschen Mut macht, dass die Bayern nur unentschieden gespielt haben. Die sind nicht gut drauf. Aber es heißt schon nicht gut drauf bei Bayern, ne? Vor allem, wenn wir dann gegen sie spielen, dann werden sie wieder einen aufdrehen. Also wir müssen schauen, es wird ganz schwer. Und wir sind nur noch 2 Punkte weg vom Relegationsplatz und vom direkten Abstiegsplatz. Also es wird happig, es wird richtig schwer. Stimmen zum Spiel? Was sagen unsere Fans? Zu Hause muss man eigentlich gewinnen, der 1. FC Köln war heute zu schlagen. Ja, wenn wir vielleicht ein bisschen zielstrebiger gewesen wären, aber das waren die Kölner dann wahrscheinlich. Und somit eben eine verdiente oder auch nicht verdiente Niederlage. Wir haben es ja nicht gesehen, wir haben ja nur den Text gelesen, aber was wir da rauslesen konnten, war es ärgerlich. Hier schon rein, beste Spieler, beziehungsweise Spieltagsstatistik. Gomez hier in der 11 des Tages, da müssen wir schauen, wie wir ihn aus dem Spiel nehmen. Aber das machen wir alles in der nächsten Woche. Wir sehen uns, euer Badeschlappen, Servus.